7 bitte öffnen. Los, vorwärts, Schiff. Du bist ein echter Held, was? Identifiziere Gefangenen 117. Schiff Helix. Glaubst du, du kannst mich brechen, Bulle? Ich war schon an finsteren Orten im Universum, wo dir vor Angst die Schrauben zittern würden. Die ewigen Gruben von Sordum, die eiserne Warte in Novalis, da! Sei gegrüßt, Fischling. Ich bin... Captain Quark. Ich glaube es nicht. Du bist er. Ich habe davon geträumt, von dir verhaftet zu werden. Ach, hau doch ab. Ich meinte dich, Seth. Ja, Captain. Also, Fischling, ich nehme an, du weißt über meine vielen Abenteuer Bescheid. Selbstverständlich. Du bist der berühmteste Superheld der Galaxie. Jetzt ist er nicht mehr berühmt. Worte verletzen, Solitary Bill. Ich bin ein großer Fan. Ich kaufe mir sogar das neue Ratchet & Clank Holo-Spiel. Das was? Du weißt schon, das Abenteuerspiel mit dir und diesem Lombax. Oh, du meinst wohl den Holo-Film. Ja, der ist ganz gut, wenn man auf Animationen steht. Nein, ich meine das Spiel. Es basiert auf dem Holo-Film. Schau, hier ist die Bestätigungsmail. Es wird per MacExpress geliefert. Sie machen ein Spiel basierend auf einem Holo-Film über mein Leben? Und das ohne mich überhaupt zu fragen? Das ist meine Schuld. Ich bin zu lange weit weg von meinen Fans gewesen an diesem verlassenen Ort. Und jetzt hört wohl nie jemand meine Seite. Ich möchte deine Seite hören, Captain. Möchtest du? Na dann setz dich hin, achtsamer Verbrecher, und lausche der Geschichte. Alles begann mit einem glücklosen Lombax namens Ratchet. Wo willst du denn hin? Hey, Grimm, du bist hier. Ich dachte, du bist auf dem Bazar wegen der Gravispulen. Mhm. Tja, ich bin hier. Ich bin immer hier. Dass du dich verkrümeln willst, hat nicht zufällig mit den Prüfungen der galaktischen Schutztruppen zu tun? Ich brauche nur eine Stunde. Komm schon, Grimm. Hey, wir reden hier über die galaktischen Schutztruppen. Captain Quark wird da sein. Du gehst erst nach der Reparatur von Mr. Mikrons Schiff. Und jetzt ran an die Boltkurbel. Das Schiff hebt sich nicht von alleine. Ran an die Boltkurbel. Na los! Sieh dir das an. Avionik hinüber, Prozessor hinüber. Sogar die verflixten Gravispulen sind hin. Oh, da hast du... Okay, mal sehen, ob die neuen Versa-Birnen funktionieren. Sieh nach oben. Siehst du da etwas blinken? Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Schau nach unten. Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert. Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt schau... Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. So stürzte sich Ratchet ins Abenteuer, in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Guten Morgen, Hüselebene. Es ist 8 Uhr und heute wird so richtig heiß. Unsere erste Meldung ist leider traurig. Letzte Nacht gegen 20:13 wurde die Szene wohl ein Schüler von einem Ratchet machte den Gegnern mit seinem treuen Omni-Schlüssel den Gar aus.
eine Katastrophe. Ratchet hatte nicht das nötige Hilfsmittel, um die ionisierte Oberfläche zu überqueren. Magnetstiefel. Erledigt. Um seine Gegner zu besiegen, setzte Ratchet eine bewährte Kämpfertradition ein. Das Springen. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankkauf benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen geheilt. Offensichtlich keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinander nimmt. Anmaßend. Vielleicht wollte er nur große neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Nachdem seine Gegner erledigt waren, zog Ratchet weiter. Sein Ziel? Das Schicksal. Seht, bitte kommt nicht zu mir, um mir die Hand zu schütteln. Mein Mensch. Gut so. Vielleicht bist du der Rekrut, nach dem wir suchen. Los, weiter zum nächsten Teil des Parcours. Hallo, Rekrut. Ich bin Brax Lectros und ich bin spezialisiert auf hohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmerst. Hey, das war ziemlich gut. Weiter. Zeit, dass wir etwas Feuerkraft in die Hände bekommen. Hol dir einen Schmelzgranatenanschub von diesem Gadgetron-Händler. Wir sind im Geschäft. Super, nächster Schritt. Spreng Sachen in die Luft. Die Solana-Galaxie ist ein gefährlicher Ort, was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Pad habt ihr diese Attacke mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen, mit dem Okay unserer Rechtsabteilung. Sehr gut, Rekrut. Vielleicht bist du bald Mitglied der Schutztruppen. Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, Ratchet. Du kannst das. Zeit für die finale Herausforderung. Überlebe einen gnadenlosen Gegneransturm. Dann bist du vielleicht bald Mitglied der Schutztruppen. Oder vielleicht Praktikant. Eine weniger. Noch eine weniger. Wow, die Kröten sind ja ganz schön sauer.
beeindruckend. Gehört er wohl bald zu den galaktischen Schutztruppen von Solana? Oje, keine Munition mehr. Kommt nach der Show zu mir. Ha, das war gar nicht schlecht.